Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt es ein Flattenbrot und es ist Pyaz Paratha. Hier Pyaz bedeutet Zwiebel, so es ist ein gefülltes Flattenbrot mit einer Zwiebelfüllung. Und da drin kommt noch ein paar Gewürze rein. Es schmeckt sehr lecker mit Chai, so jetzt fangen wir mal an. 250 Gramm indisches Mehl, es heißt Atta, es ist Weizenvollkornmehl. Es ist fast ähnlich, wenn wir eine Hälfte Weizenvollkornmehl und eine Hälfte Weizenmehl Typ 1050 vermischen. Dann schmeckt es fast genau gleich. Eine große Zwiebel, Viertel Teelöffel Kurkuma-Pulver, halben Teelöffel Chiliflocken, ein Teelöffel Salz, Viertel Teelöffel Garam Masala und hier habe ich ein bisschen Spinat. Öl zum Braten und Wasser. Zuerst kneten wir einen Teig, so dafür Mehl, die Hälfte Salz, zwei Teelöffel Öl und etwas Wasser hinzufügen, alles gut vermischen, einen Teig kneten. Nach Bedarf ein bisschen Wasser hinzufügen. Der Teig sollte weder so fest noch so weich sein. Mit einem Tuch zudecken und für 10 Minuten gehen lassen. Dann bereiten wir die Füllung aus und dafür Zwiebeln in eine Schale geben. Und bitte hier versuchen, die Zwiebel fein zu schneiden. Spinat, Salz und noch Chiliflocken, Kurkuma-Pulver, Garam Masala in eine Schüssel geben, alles gut vermischen. Jetzt ist die Füllung vorbereitet und auch der Teig ist fertig. Dann nehme ich hier eine Portion Teig raus. Bisschen Mehl beschäumen und dünn ausrollen. Dann verteilen wir etwas Öl darauf. Und etwa 2 Esslöffel dieser Zwiebelfüllung darauf verteilen. Dann von der Mitte bis zum Ende durchschneiden und weiter so falten. Und inzwischen verteile ich auch ein bisschen Öl darauf. Und dann nochmal darauf Mehl bestreuen und vorsichtig ausrollen. Weil wir Pyaz Paratha auf diese Art gefaltet haben und deswegen ist die Zwiebelmischung überall in alle Schichten gut verteilt. Dann legen wir diese Pyaz Paratha auf eine heiße Pfanne, kurz anbraten und umdrehen. Dann ein bisschen Öl darauf verteilen und nochmals umdrehen. Und wieder mal darauf Öl verteilen. Und jetzt von beiden Seiten auf mittlere Hitze gut anbraten. Und hier ist dieses Pyaz Paratha gut gekocht. Und wie ich schon gesagt habe, Chai schmeckt damit sehr lecker. So, hier haben wir leckeres Zwiebelflattenbrot. Und damit hier habe ich auch scharfes Knoblauch-Chutney. Chutney-Rezept ist auch auf meinem YouTube-Kanal. So, ich hoffe euch, dass das Rezept gefallen hat. Die alle Rezepte steht unter in der Infobox und Zutatenlist auch. So, bitte versuch mal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!